Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal, zu Dragon Quest Monsters, der dunkle Prinz. Ja, ich habe lange Zeit auf dieses Spiel gewartet, weil es sehr ähnlich zu einem Dragon Quest Teil ist, den ich früher mal auf dem DS gespielt habe. Nur gespielt, den habe ich nicht hochgeladen oder irgendwas in der Art, das war wirklich hauptsächlich privat. Nämlich Dragon Quest Monster Joker, wenn das der ein oder andere von euch kennt. Genau genommen den zweiten habe ich gespielt. Das hier ist ein Dragon Quest, aber wir kämpfen nicht so wie bei normalen Dragon Quest Spielen, wie mit Waffen und so weiter, sondern wir werden damit kämpfen, dass wir Monster Pokémon-artig hier uns unterwürfig machen und die lassen wir für uns kämpfen. Ich weiß, klingt ziemlich verrückt. Was noch verrückter ist, dass ich das hier gerade mal so ein, zwei Minuten nachdem es rausgekommen ist, also so wirklich knapp nach Mitternacht, am selben Tag, wo das hier rauskommt, aufnehme. Ich wollte das hier einfach so früh wie möglich aufnehmen, damit ich nicht gespoilert werden kann und einfach weil ich wirklich lange auf dieses Spiel gewartet habe. Bei dem Projekt werden mich übrigens meine beiden Begleiter hier auf meinem Weg begleiten. Ich habe übrigens das so gekauft, dass wir direkt alle DLCs haben. Also, ihr könnt euch da auf alles einstellen, dass ich das Spiel durchspielen werde. Aber ich rechne jetzt erstmal mit einer Sequenz direkt von Anfang an. Deswegen packe ich mich aus dem Bild und sage, genießt den Film. Ein sehr schöner Ladebildschirm, einfach ein Schleim, der hüpft. Human whelp, by the looks of him. Hang about. This isn't any ordinary human. Gorin, help me get him inside. Ordinary human, what's he supposed to be? He is none other than Randolfo the Tyrant's son, a prince amongst us monster folk. Randolfo's son? But he looks like any other human. They say Randolfo had a child with a human woman, but the boy's whereabouts were unknown. What would he be doing here in Nadiria now? Well, there you are, darling. Have those bullies been picking on you again? But you're tougher than anyone, Your Highness. Why not show them who's boss next time? No, Glupert. Listen carefully. No matter what happens, you are not to lay a finger on a human. You are not like them. And that means you have to try twice as hard as anyone else to be human, if not harder. You're the one what moved into that little hut in the woods, ain't ya? You sneaky rotter. Hey, stop that! Oh, what do you want, Evan? I suppose you think you're some kind of hero wanting to protect this idiot.
I guess neither of us is much of a hero. The Shriveler. It got my dad. And after it strikes, it comes back for the whole family. It's going to get me and my sister. Royalty doing in a peddling backwater like this? Is that you? How come you're so strong? And what did it mean, monster kind royalty? My darling, listen to me. You have to remember, each of us is burdened with our own destiny. My darling boy, please embrace your humanity. Your father rules over Nadiria, but that is not your concern. Just please, whatever you do, stay away from him. I beg you. Lady Miriam! Thankfully, she's just snoozing. Where are you going, Your Highness? Nadiria? Don't goo, Your Highness. Come back. Ah, I see you're awake. I know you've come a long way, but you'd best give up on your plan to see your father. Not interested in my warning, I see. She's come all this way alone. Impressive. Though I wouldn't expect any less from one of your sons, Randolfo, my lord. Tell me, boy of mine. Why do you return to the underworld, from which you are an outcast? It is certainly within my power to ease your mother's pain, but only if I so desire. You intend to take arms against me? Very well. Allow me to show you exactly where you stand. You are now cursed,
unable to harm creatures of monster blood. That should deter you from returning here. Now prepare to be sent to the end of time itself! Globo Oscuro! You again. So you are here, progeny of human and monster. I am the one who sees all. I am sorry to tell you that your mother passed a short while ago. Henceforth, you will do as she wished, and live your life as a human. I shall remove the monster blood that courses through your veins for you. Why do you resist? I see. So you would have your revenge by deposing him and taking his title as Master of Monsterkind. For this, you will require the strength of a monster, no doubt. Very well. You are the master of your own destiny. Wakey, wakey, lad. It's only me, Royston. You were moaning and groaning a fair bit. Bad dreams, I take it. Oh, Monty asked about you, by the way. Best go see him when you get the chance. Das war ja mal eine lange Sequenz. Oder sagen wir mal Sequenzen. Wie ich meinen Charakter bewege, ist ja klar. Man kann mit Leuten und Objekten interagieren, zumindest bei bestimmten. Mit B springen. Ich will jetzt zuallererst gucken. Ah, ich habe keine Menütaste. Ich habe zumindest schon mal die Taste für Karte gefunden. Okay, Kamera drehen. Mit Plus mache ich das Interface weg. Okay, ich habe noch kein Menü. Ich wollte nämlich gucken, ob ich dieses Überspringen-Symbol da oben links aus der Ecke irgendwie wegmachen kann. Das hat mich die ganze Zeit gerade aufgeregt. Ich hatte mich währenddessen übrigens gemutet gehabt. Wer weiß. Ich würde gerne erstmal gucken, was hier unten ist. Zelda-like erstmal alle Töpfe zerstören. Ein Heilkraut, das ist schon mal schön. Ansonsten ist hier offenbar nichts. Ich habe wirklich lange Zeit auf einen neuen Dragon Quest Teil gewartet, ne? Wenn du einfach nicht weiter weißt, dann hat auch schon noch jemand mit einer Rosensprechblase. Es könnte dir einen Tipp geben, wohin du dich wenden musst. Dein aktuelles Ziel ist rot markiert. Oben rechts auf dem Bildschirm siehst du die praktische Minikarte. Drücke X, um die Hauptkarte zu öffnen. Ja, das habe ich schon rausgefunden.
Okay, die mit rosa Sprechblasen, die haben immer was Interessantes zu sagen. Grüß dich, Shining. Vergiss nicht, Monty einen Besuch abzustatten. Er lungert wie immer hinter dem Tresen seines Ladens herum, direkt gegenüber. Ja, ich lese mal auch nur bei denen vor, die rosa Sprechblase haben, ne? Weil das sind ja wahrscheinlich die einzigen, die irgendwo wichtig sind. Ach, da bist du ja. Hunger. Bestimmt kannst du nur denken, wieso ich dich unbedingt sehen wollte. Richtig, ich will mit dir über deinen Fluch sprechen, der dich davon abhält, Monstern auch nur ein Haar zu krümmen. Ich weiß, dass du oft bis in die frühen Morgenstunden nach Möglichkeiten suchst, dich davon zu befreien. Und die magische Barriere, die Rosenblüten vor Menschen und Monstern schützt, ist dein Verdienst. Das ganze Dorf ist dir dankbar, Junge. Dabei hast du dich einst nur zufällig hierher verirrt. Und jetzt gehörst du zur Familie. Aber die Wahrheit ist, dass wir ein Mittel gegen den Fluch seit deiner Ankunft keinen Schritt näher gekommen sind. Darum glaube ich, dass es Zeit für eine neue Herangehensweise wird. Und diese Angehensweise... Sekunde, wo habe ich denn meine verflixten Notizen denn getan? Hey? What's all this? Oh, Blumenek. Don't tell me. So this is the village he's hiding in. So your blighters are back again, are ya? Well, I'm not stunned for it. This one's no pushover. You really think you stand a chance against us? Who do we have here? You look like him. You smell like him. No doubt about it. You're the one our master seeks! Get away! You can't do it! What's the matter, boy? Struck dumb with fear, are you? You can't! You can't do harm to a monster! It's your lucky day. A certain important someone wants a word with you. Know they've outstayed their welcome. Curse you! We'll be back. And next time, you'll be coming with us. You're not hurt, are you, lad? Good. Good. I'm just glad I made it in time. I knew we'd be having unwelcome guests again. But I just didn't expect them quite so soon. Hmm? You're keen to know who these monsters are? Well, I'll tell you all about it later. First things first, we need to tend to the injured. And I've got just the monster for the job. This way. Now, lad,
Where were we? As I'm sure you know, this isn't the first time monsters have come to the village hoping to find you. We've all banded together and fought them off. But each time they come back stronger. We can't hold them off forever. No, you're going to have to learn to protect yourself, my lad. You're going to have to become a monster wrangler. Do you know what one of them is? Well, no shame in it, lad. Especially seeing how we've done our level best to keep you well away from that sort of thing. I speak of the mighty gladiators who marshal their monstrous troops in battle. I just know you'll be a natural, lad. After all, it's in your blood. Why don't I get you started with one of my little lot? I'll ask you a few questions, and I'm sure we'll be able to pair you up with the perfect monster. Would you say you prefer lovable monsters to more rugged types? Nein. Hier spreche ich jetzt mal auch mal wieder. Would you prefer a monster with sleek skin to one that's on the furrier side? Das ist mir eigentlich Wumpe. Weird and wonderful monsters. Ja. Very interesting indeed. I reckon the perfect match for you. Kommt mir gerade vor wie bei Pokémon Mystery Dungeon. I'm sure you'll Och, war oben. Kann ich was anderes kriegen? Nein. Let's start again from the top. The monster. Danke. Would you say? Nein. Would you prefer? Nein. Ein Kuddel. Wir können uns ja mal ruhig alle Möglichkeiten angucken. Bevor ich mich entscheide. Ich sage jetzt einfach mal niedlichere. Ja. Da kommt wieder die Mauras-Marionette raus. Die will ich nicht haben. Sag ich diesmal einfach kompakte? Da kommt eine Dunkelrübe bei raus. Wie gesagt, ich gucke mir jetzt einfach mal die ganzen Möglichkeiten an. Der Part heute wird wahrscheinlich eh ein bisschen länger sein. Ich sag mal ja und dann antworte ich beides mit nein. Eine saure Gurke. Was haben wir sonst noch für Möglichkeiten? So, jetzt sage ich mal wieder nein. Ich mache jetzt mal nur nein. Da kommt Kuddel. So. Was kommt hierbei raus? Auch die saure Gurke. Ich glaube, ich starte mit der Dunkelrübe. So. Wir werden bestens miteinander auskommen. Einen Spitznamen. Nächstes Monster ist Honey.
Tani schließt sich der Gruppe an. Ich werde nicht bedingt jedem Monster einen Namen geben. Looks like they've taken a shine to you. Now, it's time you learned the ABCs of monster wrangling. Let's head out of the village and get ready to rumble. Now then, let's turn you into a monster wrangler. We'll start with the basics. A monster wrangler's job is to train up their monsters to be good and strong. Lights! Camera! Hey? Did you say something, lad? That's odd. Nee, hab ich nicht. Up your skills with me, and you'll have your name up in lights in no time. Blimey, Nora! I see you're still as daft as a brush, Fizzy. Monty! It's been a while, but it's never too late. I'm all ears if you ever want to make a comeback. Right. Fizzy here may be a rum un. But she's a first-rate instructor of monster wranglers. I reckon I can leave you in her more than capable hands. Right. I'm gonna head back to the shop. Drop by once you've finished your training. All right, babe. It's you and me now. Are you ready to shine? Lesson one. The basics. Okay. Defeating monsters in battle. Do you see those? They're wild monsters. Just bump into one and get the action started. This is it, doll. Your first audition. Big smile now. You're gonna be somebody. Okay, jetzt gerade wurde gespeichert. Ich habe ein Menü. Von diesem Menübereich aus kannst du die Reihenfolge der Monster in deiner Gruppe verändern, ihre Taktiken für den Kampf festlegen, sie mit Zubehör ausrüsten und vieles mehr. Du kannst außerdem Gegenstände und Talente einsetzen, um die Begabungspunkte deiner Monster zu weisen. Hier findest du auch die geschickte Gruppenheilung, bei der du Zauber und Fähigkeiten deines Monsters, deiner Monster möglichst effizient eingesetzt werden, um die MP deiner Gruppe fast komplett aufzufüllen. Okay. Logischerweise hat unser kleiner Kamerad wahrscheinlich keine Fähigkeiten. Ja, hier kann ich Spieloptionen ändern. Mich interessiert eine Sache direkt. Kann ich irgendwo einstellen, dass hier oben links nicht mehr dieses Überspringen steht? Ich mache für euch übrigens mal heller. Ich konnte es leider nicht einstellen, dass ich dieses eine Überspringen aus der oberen linken Ecke wegmachen kann. Okay. Hier haben wir ein Monster-Lexikon. Logischerweise natürlich bisher gar nichts. Und wie ihr seht, gibt es einiges an Monstern. 523 an das Stück. Und noch, hier gibt es natürlich Tipps und Tricks. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir heute unseren ersten Kampf starten. Dafür heben wir uns tatsächlich Folge Nummer 2 auf.
In der Hinsicht übrigens ganz sofort die Info. Die darauffolgende Woche wird es nur Dragon Quest Monster geben. Also genau genommen Dragon Quest Monsters, der dunkle Prinz. Das wird es dann nächste Woche nur geben, am Wochenende dann sogar zwei Parts pro Tag. Dann könnt ihr euch dann drauf freuen. An der Stelle sage ich dann einfach mal, dass ich hoffe, dass es euch bisher gefallen hat, das Video. Also klar, wir haben heute noch nicht wirklich was gemacht. Aber wir haben zumindest so einen kleinen Einblick ins Spiel schon bekommen. Und beim nächsten Mal geht die Action dann wirklich los. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst trotz allem ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!